Ich möchte heute über das Mutterglück sprechen. Ich habe in den vergangenen Videos bereits gesprochen, wie schwierig es ist, als Mutter mit der vielen Kritik umzugehen. Und ich möchte heute einen speziellen Aspekt beschreiben. Das Mutterglück. Mutterglück ist ein Glück nicht für alle sofort zu Beginn der Schwangerschaft, aber für viele ist schon allein das Gefühl, Mutter zu sein, Mutter zu werden, glücklich machend. Manche haben die Forderung an sich, dass es so sein sollte und haben es nicht, fühlen sich ängstlich, besorgt, unsicher, gehört völlig dazu. Ich fange so früh an, weil es natürlich für die Mutter, die ein Kind in sich austrägt, eine Aufwertung auch ihres Selbst bedeutet. Mit der Geburt wird dann diese untrennbare Einheit getrennt. Und das ist für manche ein Problem, weil jetzt plötzlich ist ein zweites Wesen da, zu dem man eine ebenso innige Beziehung hat, wie wenn es in einem selber wäre, das aber eigenständig ist. Und nun ist es so, dass am Anfang diese Bande so eng ist, dass das Kind ganz angewiesen ist auf die Mutter, natürlich auch auf den Vater, aber es ist eine andere Beziehung zum Vater. Natürlich sind junge Väter ganz nah schon am Kind, im Unterschied zur älteren Generation, und haben eine andere Beziehung. Aber Mutter bleibt in vielen Fällen Mutter. Das Mutterglück äußert sich in mannigfachen Situationen und kann auch das Kind glücklich machen, indem die Mutter das Bedürfnis des Kindes erkennt und nicht nur ihr eigenes, was für sie wichtig ist und für sie wichtig wäre. Das ist eine große Kunst im Muttersein, zu unterscheiden, was für das Kind wichtig ist und was für einen wichtig ist. Im optimalen Fall trifft sich das. Im nicht optimalen Fall bekommen wir Mütter den Vorwurf, überstülpend zu sein oder irgendetwas zu züchten, eine Unselbstständigkeit. Autoren sprechen von gelernter Hilflosigkeit, wenn man jemanden völlig abhängig von sich macht. Das ist gar nicht leicht, je älter das Kind wird, weil die Mutter im Hintergrund immer noch wichtig ist und bleibt. Und Sie werden erstaunt sein, wenn ich jetzt sage, für viele Menschen ein Leben lang. Ich möchte hier nicht die Position des Vaters schmälern. Für manche ist es der Vater, aber für die meisten bleibt es die Mutter, erstaunlicherweise auch bei gar nicht so guter oder ambivalenter Beziehung. In der Not drückt man den Mutterknopf. Mami, mach für mich, tu das. Mir geht's nicht gut. Wehe, man kommt in guten Zeiten, wenn man nicht gebraucht ist, vielleicht ein bisschen zu nahe und fragt nach, ob das Kind etwas bräuchte oder ob man was tun kann. Dann stört man. Hier ist die Mutter penetrant. Also, das heißt, es ist eine große Kunst im Leben. Und ich glaube, wir Mütter müssen das ein Leben lang lernen, da zu sein, wenn wir gebraucht werden. Und einfach im Hintergrund uns zu halten, wenn wir nicht gebraucht werden. Und jetzt ist noch ein interessanter Aspekt dabei. Das wird oft erschwert dadurch, dass Kinder in den allermeisten Fällen ihren Müttern nicht dankbar sind. Es ist scheinbar selbstverständlich. Kaum ein Kind erinnert sich an glückliche, schöne Zeiten und bedankt sich bei der Mutter, wie sehr sie sich aufgeopfert oder sonst was hat. Ich weiß schon, Mütter brauchen sich nicht aufopfern. Habe ich schon lange gelernt und ist auch richtig so. Aber Kinder erinnern sich sofort daran, wie etwas nicht war. Ich habe Ihnen das alles schon in früheren Videos erzählt. Und wesentlich ist, dass man die Mutter nicht erwartet, wenn sie in Notzeiten hilfreich eingreift, bei schwerer Krankheit beispielsweise. Da schaut die Mutter auf das Kind, im optimalen Fall regelt sie weiß Gott was alles und nimmt das Kind so, wie es seinerzeit war, sorgt für das Kind. Sie muss nur rechtzeitig zurücktreten können in ihrer Wichtigkeit, wenn sie nicht mehr gebraucht wird.
Und das ist oft ein Problem, weil auch wir Mütter ein bisschen narzisstisch natürlich anfällig sind für Wertschätzung, Dankeschön, das hast du wunderbar gemacht, Mami. In den vielen, in den meisten Fällen hören wir es nicht. Ja, das war super, dass du das gemacht hast, nur auf Nachfrage. Das heißt, wir müssen auf uns selbst zurückkommen und sagen, okay, in Notzeiten lasse ich mich als Mutterknopf drücken, greife hilfreich ein und ansonsten sollen die Kinder in die Welt gehen. Sie wissen ja schon von früheren Videos, Lebenserfahrung kann man nicht vererben, man kann es nicht weitergeben und Sie können Ihr Kind auch nicht unter eine Käseglocke stellen. Es ist sonst noch mehr gefährdet. Leben ist lebensgefährlich und die Ängste der Mütter sind vielfältig und immer berechtigt. Das Handeln ist nicht immer berechtigt. Wie wichtig die Mutter ist, sieht man daran, ich habe das selbst schon mitunter erlebt, dass in schweren Situationen am Unfallort oder auch auf der Intensivstation, wenn erwachsene Menschen Schmerzen leiden und sich bedroht fühlen, sie nach der Mutter rufen. Wir wissen das auch von Gewaltopfern. Manchmal beschreiben es Täter und Täterinnen, dass in der größten Not der Mutterknopf gedrückt wird. In guten Zeiten braucht man die Mutter nicht, weist sie zurück und brüskiert sie vielleicht. Das heißt, wir Mütter müssen eigentlich eine selbst aufladende Batterie haben, nicht auf das Kind zu greifen, präsent zu sein, wenn wir gebraucht werden und in Liebe auf das, was das Kind im Leben macht, zu schauen. Eine schwierige Aufgabe. Ein ganzes Leben ist dafür fast zu kurz, um das zu lernen. Meine lieben Zuseher, ich habe Ihnen vielleicht wieder ein paar Anregungen gegeben. Schauen Sie einmal nach, wie das bei Ihnen und in Ihrer Familie ist.